Hallo zusammen und willkommen zu ja, einem für euch sehr harten Video, weil meine Stimme komplett im Popo ist. Nee, es geht in der Untoten Horde oder mit der Untoten Horde gegen Vietnam Oi. Die haben noch 67 Angriffe, wir haben noch 91, 24 über bei 350. Punkten Rückstand. Sieht ziemlich gut aus. Wir schauen nochmal fix in meine Def rein. One Shot. One Shot. Und One Shot. Drei One Shots. Ich dachte eigentlich nicht, dass die so schlecht ist, aber ja, manchmal so, manchmal so. Oh, wir müssen nicht mehr warten. Wir müssen nicht mehr warten. So, haben wir noch irgendwo eine Freya? Also nicht Kostüm-Freya, sondern so eine Freya? Nee. Dann nehmen wir die. Und nehmen dieses Team. So, zack, 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 zack. Das kann so bleiben. Ja, gestern war. Wir hatten ein Fußball-Pokalspiel und danach war eine kleine feine Gartenfeier. Und ja, da war wohl das ein oder andere Pilz zu viel dabei und zu viel gute Musik, wo man mitgegrölt hat. Und dann, ja, geht es einem so wie mir jetzt. Aber jetzt probieren wir erst einmal ein bisschen Blau zusammenzuschubsen. Oder sehr viel Gelb. So, spielen wir weiter nur in die Freya rein, wenn möglich. Das ist schön. Das ist die halbe Miete. So, mal schauen, wie wir uns das Blau am wenigsten versauen können. Immer zwei. Erstmal zwei so machen. Und zwei so machen. So, es ist wirklich schwierig, das zusammenzubekommen, aber jetzt haben wir es, glaube ich, ja. Machen wir nochmal den. Unser kleines Problem ist jetzt jedoch, dass wir nochmal einen blauen sammeln müssen. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass die André. Nee, Quatsch, kann er ja gar nicht. Jo, wir müssen ein bisschen hoffen. Da haben wir Blau. Prima. Also nochmal Blau. Wie viele Runden ist das eigentlich noch aktiv? Zwei Runden. Sie wird eh voll. In dem Moment hoffen wir, dass Gelb nachkommt, ja, dass wir da noch Heilung bekommen. Alter, lass die Scully leben. Kommt, wie kann man, wie kann die den Scully-Debuff komplett ausweichen? Ja, das wird jetzt nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Und wie hast du eigentlich keine Scuddy-Debuffs bekommen? Ach so, du bist ausgewichen. Sie hat vermisst, nicht getroffen. Oh mein Gott, ja. Schwierig. Brauchen mehr Gelb. Ja, unser Scuddy ist in anderthalb Runden weg.
Oder schon jetzt? Verfehl? Ja, natürlich, alle werden verfehlt, außer Scotty. Wie viel zieht das ab? 288. Wie lange hält das noch? 2 Runden. Ne, wir müssen heilen. Haben leider keine andere Wahl. Aber solange wir regelmäßig unsere Heiler an den Start bekommen, haben wir eine Chance. So viel dazu. Ja, ich weiß, Scuddy wird uns wahrscheinlich jetzt vögeln. Oder auch nicht. Das ist eine ganz fiese Nummer hier. Machen das mal so. Und außen ist gleich die Penolite geladen. Wie lange ist das Ausweichen jetzt noch aktiv? Immer noch 2 Runden. Ach, herrje. Jetzt, ja. Wir müssen heilen. Alter, nee. Mach jetzt hier nie sinnlos die Kaskade rein. Ach Scheiße. Das ist gut. Oh mein Gott, dieser Mortega rettet uns so krass den Arsch in diesem Kampf. Steinhaut ist schon weg. Ja, eigentlich müssen wir... Alter, wie wir das noch gewinnen, ist mir fast ein Rätsel. Mortega MVP, würde ich sagen. Wow. 4 Minuten vorm Timeout. Holla die Waldfee. Das war eine Nummer. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee. Aber hier müssen wir agieren. So. Los geht's. Auch kein Traumboard, wenn wir jetzt mal so unterstreichen. Und ich muss das erstmal so spielen. Zack. Kriege ich Rot irgendwie direkt ran? Nee. Ich muss ein bisschen hoffen. Oh, ich krieg Rot dran. Dass sie umfällt in der Mitte. Oh, das war lucky. Und ich hoffe, dass... Okay, wir haben Horde. Wir überleben es. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Hui. Das war eine Lucky Kaskade, muss man sagen. Aber das, was wir im ersten Board an fehlendem Glück, was das Board anging, hatten, haben wir jetzt ein bisschen bekommen, zumindest im Laufe des Boards. Der nächste Patient. Zack, zack. Gucken, ob wir für die Onatel vielleicht noch was anderes haben. No. Die Frage kann ich mit einem Ja beantworten.
Es mag Gold nicht. Es mag heute nicht. So. Das kann wehtun. So. Wir noch irgendeine Chance, uns hier zu retten? Belastend. Da müssen wir gleich noch mal ran. Gibt es irgendwie ein Potenzial für eine mögliche Kaskade? Nee. Blöd. Müssen wir den Vito noch mal angehen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Bisschen mehr Bums, so minimal. Erstmal den Ghost. Erstmal den Ghost. So. So, da haben wir ihn. Jetzt kann die Horde kommen. Wir kriegen 5. Gegner kriegt einen. Wenn dein Kind dich beim Vornamen nennt und nicht Papa sagt. Und die Mama das unterstützt. So, weg ist er. So, jetzt suchen wir uns einen Nicht-Snolfort. Was ist denn hier? Ex-Mitglied, 6 Angriffe? Ich will aber auch keine Berra. Nehmen wir ihn. Zack, zack, zack. So. Genau. Und rein. So. Zack, so holen wir uns ein bisschen Leder runter. Noch ein bisschen Grün dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das hört übers Mikrofon.
dass mein Kleiner mich permanent beim Namen ruft. Aber das Ding ist hier quasi gewonnen. Können uns das leisten, so zu spielen? So. Dann spielen wir die Grünen mal hier schön rein. Zack, und ausgewichen. Oh, ist das ein Traum. Ob drei reichen? Ja, ich hoffe. Nee, reichen nicht. Aber wir haben ja noch die Herren-Minions, die dem Ganzen einen Riegel vorschieben. So. Nochmal Herren drüber hier, komm. Müsste mal den Hasen wieder bekommen, genau. Und jetzt müsste er gleich wieder ready sein. Zack, zack. Das war OC Fit und jetzt muss ich mal schauen, ob ich einen machen darf oder ob ich irgendwo mir ein Backup schnappe. Ich glaube, ich nehme einfach ein Backup. Das ist, ich sag mal so, bei den Auserwählten war es so, dass ich vom Kader her im oberen Drittel rumgeschwommen bin, vom Heldenkader her. Hier bin ich, würde ich sagen, im unteren Drittel und deswegen macht das auch vollkommen Sinn, dass ich hier Backups mache oder Cleanups mache. Damit müsst ihr klarkommen. Machen erstmal den. Jetzt machen wir mal Morell weg. Das sollte für Ametrin reichen. Reicht. Holen wir uns blau ran. Und rein da. Zack, zack, zack. Und das war Zoe. Okay. Naja, der erste Nicht-Rush-Krieg. Ganz okay. 244 Punkte ist solide. 250 ist natürlich immer das Ziel, aber ich muss mich erstmal gewöhnen. Das war auch nicht, waren auch nicht die stärksten Gegner, muss man dazu sagen. Aber ja, wenn ich darüber nachdenke, in welchem Zustand ich das hier gemacht habe, war das schon okay. Besonders der erste Fight war, glaube ich, ziemlich sehenswert und interessant. Ja, ich bedanke mich einfach bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.